Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich nochmal eine Karte mit euch basteln. Und zwar habe ich mir da eine kleine Inspiration von der lieben Tanja Hausmann geholt. Genau, meine sieht jetzt zwar ein bisschen anders aus. Tanja hatte einen wunderschönen Spruch in Rundform auf diesen hübschen Aufleger gestempelt. Das konnte ich leider nicht machen, denn ich habe keine Stempel dieser Art. Dafür habe ich dann hier oben fröhliche Weihnachten einfach hingestempelt. Ich habe hier einen Papierstreifen genommen und habe den mit meiner geriffelten Schere dann zugeschnitten. Das gibt auch einen ganz tollen Effekt. Und vor allen Dingen dadurch, dass dieser Aufleger hier halt ein bisschen höher steht. Ich hatte den mit diesen, wie ich jetzt glaube ich, hoffentlich richtig erfahren habe, mit diesen 3D-Formpads von Action gebastelt. Genau. Und da hätte ich jetzt gesagt, ich habe mir jetzt schon ein bisschen was vorbereitet, weil ich es immer doch etwas zäh finde, wenn ich da mit meiner Kurbelmaschine mir, auf gut Deutsch gesagt, einen Abkurbel, habe ich mir jetzt einfach schon mal die ganzen Formen vorgestanzt. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich lasse jetzt auch einfach mal einen Streifen gerade runterlaufen. Vielleicht mache ich bei dem anderen dann ein bisschen Struktur rein. Das weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig. Genau. Ich nehme jetzt einen etwas breiteren und einen dünneren. Und dann schauen wir einfach mal, was dann letzten Endes dabei rauskommt. Genau, dann legen wir einfach mal los. Von den Maßen der Karte kann ich euch da jetzt gar nichts geben. Ich habe halt diese Standardkarten, die 10x15 sind. Ich hatte mir eine Packung bei Amazon letztens geholt. Ja, weil ich es einfach leid war, irgendwohin die ganze Zeit die Karten selber zuzuschneiden. Ich habe zwar noch megamäßig viel von dem Bastelkarton jetzt hier rumliegen. Ich denke mal, wir werden da auch noch was miteinander draus basteln. Ich persönlich finde, Bastelkartonbögen kann man nie genug daheim haben. Dadurch, dass hier auch bei mir ja im Haus drei kleine Kinder rumspringen, hat man nie genug Bastelpapier. Was jetzt hier fein übersteht, schneiden wir vorsichtig mit einer Schere ab. Und dann, genau, ist das das? So, genau. Wobei ich gerade echt am Überlegen bin, ob ich wirklich so einen schmalen Streifen nehmen möchte. Vielleicht habe ich doch noch einen etwas breiteren hier. Ja, leider nicht. Ja, nein, dann nehme ich jetzt einfach mal den schmaleren. Wobei mir das überhaupt nicht gefällt. Ganz ehrlich gestehen. Und hiermit, das ist zu kurz, damit kann ich mich auch nicht anfreunden. So, genau. Das ist dann mal wieder der wunderschöne Vorführeffekt, der jetzt mal wieder passiert. Das hat sich irgendwie, weiß auch nicht, das hat sich irgendwie eingebürgert in meinen Videos, dass wenn ich was mit euch mache, wo ich vorführe, dass dann die ein oder andere Kleinigkeit dann halt immer irgendwie schief gehen muss. So. Genau, dann nehme ich jetzt einfach mal von dem hier ein Stück und schneide mir das noch zu. Ich habe mich jetzt einfach mal spontan entschieden, ich möchte keinen dünnen Streifen haben. Ich möchte doch einen relativ breiten Streifen auch auf diese Karte anbringen. Finde ich persönlich jetzt einfach schöner. Aber wie gesagt, da seid ihr komplett flexibel. Bei der anderen Karte, habt ihr ja auch gesehen, ist der Streifen auch etwas schmaler. Also das denke ich, ja, das ist halt wirklich gefallen. Wie gefällt es euch und was findet ihr besser? Findet ihr es schöner, wenn ihr einen breiten Streifen habt? Findet ihr es besser, wenn ihr einen schmalen Streifen habt? Ich finde halt diese Streifen, die die Karte fast zu zwei Dritteln bedecken, finde ich ganz hübsch.
Aber ja, wie gesagt, das bleibt wirklich jedem selbst überlassen. Also da gibt es keine Vorlagen, keine Vorgaben, kein gar nichts. Ihr müsst das im Endeffekt für euch so entscheiden, wie das für euch am allerbesten passt. Ich habe nur gerade wieder so einen kleinen Nerd-Anfall, weil ich hier komplettes Vollchaos habe und das überhaupt nicht mag. So, und dann habe ich hier meine Karten und hier meine Vorlagen. Genau. Und dann lege ich mir das hier mal zurecht. Genau, so. Und das kommt dann hier so. Also ihr seht, ich hätte wahrscheinlich, ja, die Streifen doch ein bisschen schmaler schneiden können. Denn jetzt habe ich das Problem, eigentlich wollte ich den Stempel hier benutzen. Und das könnte jetzt ein bisschen knapp werden. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Andernfalls werden es einfach Hochkantkarten, also so quer. Querkarten. Das ist, denke ich, auch mal ganz schön. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich mache die soweit fertig mit der ganzen Deko und allem drauf und wir sehen uns dann einfach gleich wieder. Sonst wird es wahrscheinlich wieder etwas zu zäh. So, ihr Lieben, und da sind wir wieder. Jetzt habe ich mal alles aufgebracht und ich habe mich jetzt entschieden, ich mache da wirklich so eine Schrägkarten draus. Ich nehme jetzt im Endeffekt nur noch die Formpads. Und werde da diese Aufleger anbringen. Das dachte ich, das geht recht schnell. Das können wir dann auch zusammen machen. Da ist nicht so viel, ja, Getue und Gemache mit dabei, sofern meine Nägel und auch die Formpads ein bisschen mitmachen. Passt das dann schon? Genau, das nächste Mal nehme ich eine Pinzette. Genau, und dann klebe ich die ersten hier auf und nehme dann noch mal welche und klebe den zweiten hier auf die andere Karte. Genau. Und das einzige Problem, was ich bei diesen ganz kleinen quadratischen Formpads finde, ist, man kommt eigentlich nur sehr, sehr schwierig unter die Trägerfolie. Und das nächste Problem ist, wenn man halt mal wirklich, wie es jetzt mir gerade leider passiert ist, einen dieser Formpads abreißt, bleibt die Hälfte von dem Pad am Aufleger kleben und man bekommt das Formpad leider nicht mehr genutzt. Also das ist ein bisschen schade, aber das hakt wahrscheinlich an meiner Grobmotorik. Genau, dann habe ich das jetzt hier so und dadurch, dass ich den Stempel trotzdem gerne benutzen möchte, setze ich mir den hier an mit ein bisschen Rand nach unten und ein bisschen Rand nach rechts und stempel hier einfach mein fröhliche Weihnachten auf. Hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Platz. Genau. Und dann habe ich diese zwei Karten für meine Weihnachtspost gestaltet. Sehr hübsch, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir dabei zuzugucken. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Legt los, seid kreativ, habt Spaß dabei, tobt euch aus und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.